Hallo, ich bin Marc Hosack. Heute geht es darum, was mich schon früh in meiner Kindheit begeistert hat und wie mir diese Begeisterung geholfen hat, schließlich meine Berufung auf meinem Weg des Herzens zu finden. Und genau dabei helfe ich dir, wie du dich sicher erfolgreich selbstständig machen kannst, um deinem Herzensweg zu folgen und wie du das auch für deine Berufung umsetzen kannst. Ja, was mich schon früh als Kind begeistert hat, ganz einfach, alles, was irgendwie mit mystisch, magisch, spirituell zu tun hat, Märchen und wenn da was mit Magie war oder mit Drachen und dergleichen, hat mich einfach immer sehr berührt, ganz, ganz tief berührt. Da merkte ich richtig in meinem Herzen eine besondere Wärme und eine Begeisterung und dass ich das will. Nun bin ich in einer Zeit aufgewachsen, wo es das Internet noch nicht gab und wo man nicht ganz so viel davon sehen konnte. Das heißt, mal gab es einen Hauch davon im Fernsehen und mal tauchte sowas in Büchern auf. Und gar nicht begeistert war ich davon, als es irgendwann hieß, dass das, was in Märchen vorkommt, ja eigentlich nur Märchen sind und dass das nicht der Realität entspricht. Denn irgendwie hatte ich den Eindruck, dass vieles, was in Märchen auftaucht, vielleicht doch der Realität entspricht. Und ich habe gar nicht verstanden, warum das auf einmal nicht so sein sollte. Na klar, die Märchen sind natürlich nur Geschichten, die sich mal irgendwann jemand ausgedacht hat, aber oft ist ihnen Weisheit enthalten oder es ist dort etwas Magie drin enthalten und irgendwie dachte ich mir, dort müsste ein wahrer Kern sein. Das Gleiche ist mir übrigens dann einige Jahre oder Jahrzehnte später passiert, als nämlich in Deutschland der Boom aufkam mit den sogenannten Ninja-Filmen. Das sind die Ninja, sind ursprünglich Japaner, die du sicherlich kennst, die in schwarzen Anzügen gekleidet sind, ein Schwert hier auf dem Rücken tragen, was sie dann ziehen können und so und sich unsichtbar machen können. Und die machen so besondere Handzeichen. Und dann gibt's Rauch und die können Magie und die können irgendwo hingucken und viel wahrnehmen und plötzlich erscheinen und wieder verschwinden und solche Sachen. Und da hieß es in meinem Umfeld, ja, das sind alles Filme und das ist natürlich alles Quatsch. Aber auch da dachte ich irgendwie, nein, das ist nicht alles Quatsch. Denn wenn das alles Quatsch wäre, das wird sich ja keiner ausdenken. Da ist bestimmt ein wahrer Kern dran. Ja. Auch mit anderen Kampfkunstfilmen war es das Gleiche, wo ich mir dachte so, wow, das sieht jetzt sehr akrobatisch aus und alles, aber sicherlich ist da auch ein wahrer Kern drin. Und als ich später Kampfkünste anfing zu praktizieren und das schon einige Jahre tat und ich dann diese Idee anderen Praktizierenden erklärt habe, dass das, was in den Filmen passiert, für mich schon sehr real ist, wurde ich dafür öfters ausgelacht. Aber ich habe diesen Glauben daran, diese Überzeugung daran niemals aufgegeben. Und das führte dazu, dass ich schließlich über einen zwar langen Weg und auch über einige Umwege dann meinen Weg gefunden habe, dass ich Ninjutsu lernen konnte. Und zwar so, wie es wirklich ist, inklusive der Ninja-Magie. Ja. Dass ich feststellen konnte, dass vieles, was mir als Märchen verkauft wurde in der Kindheit, tatsächlich real möglich ist. Woher weiß ich das? Ich praktiziere das nun seit über 30 Jahren und seit über 20 Jahren ist das mein Beruf. Sowohl die Spiritualität, die Magie, die Kampfkunst, ja, etwas mit Energien zu machen und so. Und ich habe einen Weg gefunden, der war nicht einfach, aber ich habe ihn gefunden, wie ich mich mit diesen Dingen selbstständig machen konnte. Und obwohl mir mein ganzes Umfeld immer gesagt hat, das ist Quatsch, das geht nicht, das gibt's nicht, das ist eine brotlose Kunst. Und es ging aber doch. Und ja, ich weiß genau, wie das geht. Ich habe Wege gefunden, die mich zum Erfolg geführt haben. Ich habe diese Wege immer wieder optimiert. Tue das auch bis heute, denn die Zeiten ändern sich. Und entsprechend ist es nützlich, flexibel zu sein und sich an die Zeiten da anzupassen, was es so alles gibt.
was so alles geht. Und entsprechend ist dieses Video hier auch eine solche Anpassung, ja, an die neuen Phänomene der Zeit, dass es möglich ist, auf diesem Wege dir etwas zu erzählen. Ja, wenn dich das berührt hat und du auch solche Ideen hast aus deiner Kindheit vielleicht, wo du denkst, boah, wenn das gehen würde, wäre das ja toll, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Link für ein kostenloses Strategiegespräch findest du unten unter dem Video. Und dann können wir mal schauen, ob wir herausfinden, wie ich dir helfen kann, deinen Herzensweg im Rahmen deiner Berufung zu verwirklichen. Okay, bis dahin wünsche ich dir eine fantastische Zeit. Bis bald. Namaste.